Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Table Tennis Gamer mit Donkey Kong Country Returns, dem Mirror Mode. Wir machen jetzt hier weiter bei dem Boss, den wir, naja, nicht geschafft haben im letzten Part. Aber da werden wir jetzt nochmal einiges dran rütteln und den werden wir jetzt platt machen, Leute. Den werden wir sowas von platt machen, dass der gar nicht mehr weiß, was es überhaupt heißt, platt gemacht zu werden. Wir hätten ihn ja schon so gut wie geschafft, aber dann der epischste Fail aller Zeiten. Ich fall ins Wasser und noch eine Menge anderer epischer Fails, den wir hoffentlich jetzt... Oh, boah, das war schon... Wow, das war schon ziemlich knapp. Da hätte es fast schon den nächsten Epic Fail gegeben. So. Zack, und direkt das erste Mal getroffen. Wunderbar. Ich hab den Boss, Ja, genau, nicht geübt, meine ich. Ah, Gott. Naja, mal gucken, ob wir den ganzen Part dafür brauchen werden. Ich hoffe aber nicht. Also, ein ganzer Part für so einen Scheiß. Nee, ey, never ever, Leute. Da hab ich schon überhaupt keinen Bock drauf, einen ganzen Part zu verschwenden für einen so einen mistigen Boss hier. Ja, genau. Such dir was aus, wo du lang gehst, Freundchen. Bei mir nicht. So. Wo ist er? Wo geht er jetzt lang hier? Was macht er? Was macht er? Was macht er? Was macht er? Wo geht er lang? Da. Bam. Runter. Saubere Sache. So. Und hier. Boah, war das knapp, weil der sich nicht entscheiden konnte. Naja. Toll. Epic Fail. Ja, genau. Zack. Hier drauf. Ey, gehst du mal? Geht ja nicht. Ich glaube, es hackt. So. Zack. Komm schon. Epic. Getroffen. Ich hoffe nur noch einmal. Boah, Leute. Ja, genau, der ist schon übel schnell. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Geh doch! Boah, Leute, was für eine Epic-Scheiße. Nein! Boah. Ja, wir müssen es nochmal machen, so wie ich schätze. Ja, egal, egal. Geh runter, geh runter. Ja, war mir klar, dass wir es nochmal machen müssen. Ja, genau, dann kommt er direkt da hoch. Du kleiner Spacko. Never ever. Ja, halt dich doch fest. So. Oh oh. So, komm schon, komm schon, komm schon. Triff! Nein! Verdammt! Alter, ist das denn wahr? Ist das denn wahr? Ja! Geschafft, Leute! Ich glaub gar nicht. Wenig gedacht, aber Großes geleistet, Leute. So, wo ist die scheiß Maske, der wir jetzt erstmal ordentlich eine reinhauen können? Diese komischen Indios hier, ey. Da, Indio-Maske. Boah, jetzt kriegt das Ding einer rein, Leute. Meine ganze Wut gegen den Boss. Erstmal voll da rein in die Maske. So muss das sein. Und wie viele Treffer? Die doch ordentlich, ja, was, nur 19? Die hat viel mehr verdient, ey. Da muss ich das nächste Mal aber nochmal mehr reinhauen hier. Jo, Leute, den Endboss geschafft im Wald. Ich glaub's ja gar nicht. Ich glaub es echt nicht, ey. Jetzt dürften wir hier alles haben an Level-Statistik. Yay, gucken wir uns das nochmal von Anfang an. Dschungel alles, bis auf Time Run. Time Run ausgenommen. Zack, alles. Und jetzt geht's da los. Da haben wir den Tempel schon natürlich. Und das erste Level hatte ich gestern auch mal kurz angezockt. Hab das schon mal geübt im Mirror Mode. Ist aber nicht ganz so schwer. Ist eine Stelle, wo ich nicht weitergekommen bin, oder was heißt nicht weitergekommen bin, wo ich ein paar Mal mir einen Fail geleistet habe, aber mein Gott, wartet mal, Leute, ich muss mal kurz was trinken, mein Hals ist total
total daneben. So, hier haben wir jetzt Dino-Action. Dino-Action forever in Donkey Kong, Leute. Jo, ist ein bisschen blumiger, sowas ähnliches wie blumiger, nur von Dino. Wie sagt man denn das? Ich weiß es nicht. Habe ich auch noch nie gehört. So, hier war das die Stelle, nee, das war die Stelle nicht. Aber hier diese Stellen sind im Prinzip die einzigen, die mir irgendwo ein Problem bereiten. So, Schwein, erstes Schwein, so. Sehr schön. So, und jetzt gleich hier die Stelle, da habe ich Probleme gehabt. Hier bei der. Fragt mich nicht warum. Aber die konnte ich nicht. So, weil hier die Viecher auch direkt kamen. Aber zack, die haben wir ja erfolgreich weggemacht. So, und zack, hier einmal runter. Oh, oh. Zack, zack. Hier rein. Wollen wir doch hoffen, dass wir das jetzt beim ersten Mal direkt gesuchtet kriegen. Naja. Oder auch eher nicht. So, zack. Ja, genau. Zack, zack. Alles nochmal gut gegangen, Leute. Alles nochmal gut gegangen. Gott sei Dank. Give me the Schweinchen. Yay! Und Schwein. Zweites Schwein. Ah ja, genau das. Jetzt kann aber eigentlich nicht mehr viel passieren. Jetzt müssen wir uns schon mehr oder weniger extrem blöd anstellen. Und immer wenn ich das gesagt habe, habe ich den nächsten Fail gemacht. Also wollen wir mal gucken. Weil so schwer ist das hier echt nicht, Leute. Seht ihr? Seht ihr, das geht noch. Da oben war ein Bonus versteckt, den haben sie ganz fies versteckt, finde ich. Nur zur Info, wer noch nicht die Boni alle gefunden hat. So. Hier rüber. Hopp. Zack. Und da rein. Und hier haben wir auch schon das Ende, wenn wir jetzt nicht noch abkacken an dem einen Skelett hier. Zack. Sieht gut aus für uns, Leute. Wir stellen uns hier oben drauf, lassen es runtergehen und zack. Und haben sogar das hier gemacht. Und wow, auch noch ein paar Ballons, Leute. Haben wir wieder volle Leben fast. Das sieht doch gut aus. Und haben noch ein paar Minuten Zeit, noch so gut wie die Hälfte Zeit, um jetzt hier ordentlich noch was zu playen, zu spielen, zu playen, zu spielen. Ah ja, ihr wisst schon, zu playen halt. Spiegelmodus, zweites Level in der sechsten Welt mittlerweile schon. Die Welt, wo ich so ein bisschen Bammel vor hab oder wo ich überhaupt keinen Bock drauf hab, ist die Fabrikwelt. Ich habe jetzt von einigen gehört, die sagen, boah, Fabrikwelt, richtig geil. Naja, ist nicht so wirklich meine Welt, die Fabrik, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, Loren-Level. Ich liebe Loren-Level, Leute. Hat doch irgendjemand mal... Irgendjemand hat gesagt, ich hätte mal gesagt, ich liebe die nicht. Ich mag die nicht. Klar, habe ich auch. Stimmt schon. Zwar habe ich das beim Donkey Kong Country 1 Battle gesagt, dass ich sie hasse. Da war... Ja, genau. Jetzt könnte ich sie auch wieder verfluchen. Nee, Quatsch. Da habe ich es gesagt, weil ich es da auch echt schwer fand. Mittlerweile, wo ich das Ding jetzt hier so oft gespielt habe, mag ich die Loren-Level. Vor allem im Mirror-Mode mag ich sie, weil, ja, man merkt den Unterschied der Loren-Level im Mirror-Mode überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Weil man ja genauso viel Leben hat wie im Normalen. Wenn die Lore weg ist, ist die Lore weg. Da ist es auch scheißegal. Ja. Da ist es, wie gesagt, egal, ob man jetzt nur ein Leben beim Donkey hat oder ob man fünf Leben hat. Way. Das war knapp. Das ist hier echt egal, wie viele Leben man hat, Schwein. Weil, ja, wie gesagt, wenn die Lore weg ist, ist sie weg. Und das habe ich jetzt bestimmt auch schon zu oft gesagt. Aber das ist gerade echt nicht einfach hier, Leute. Hopp. Zack. Ja, genau. Vor allem arbeiten die hier wieder mit so Überraschungseffekten. Und das hier finde ich das geilste ever. Das ist einfach nur hängen geblieben schwer. Wenn man es das erste Mal spielt, weil man gar nicht rafft, was denn hier überhaupt passiert. Finde ich zumindest. Ich habe es im ersten Augenblick gar nicht gerafft.
dass man hier auf dieses Ei gucken muss jetzt. So. Zack. 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 Und jetzt gleich müsste auch schon das Ende kommen. Und da ist das Ende auch schon da, Leute. Hier haben wir das Ende und hauen ordentlich drauf. Und nehmen uns 14 Bananenmünzen mit. Machen den Bildschirm mal wieder hell hier. Ihr seht das zwar nie, aber ich. So, und auch das Level geschafft beim zweiten oder dritten Anlauf, glaube ich. Recht gut eigentlich. Aber ich wäre auch enttäuscht, wenn ich jetzt immer noch so ewig brauchen würde, weil so viel, wie ich das jetzt mit den Tempeln schon geübt habe, ein bisschen skillen, ein bisschen, Leute, wenn auch nur ein bisschen, müsste doch mittlerweile auch mal auf mich übergegangen sein, dass ich auch mal ein bisschen treffe und nicht ganz so schlecht bin wie sonst. Oh, geile Musik, Leute. Ja, die Musik, Donkey-Musik ist, kann man sagen, ist richtig gut, finde ich. Zack. Ein Level, was ich nicht so mag, muss ich euch ganz ehrlich gestehen hier, weil ich das mit diesem System hier einfach hasse. Ja. Und tschüss, Donkey. Da haben wir nicht richtig, sind wir nicht richtig gesprungen. Deswegen, Leute, ich hasse es hier irgendwo. Hier ist der Diddy echt die sinnvollste Erfindung, die sie hätten machen können. Meiner Meinung nach. So, hier hilft uns der jetzt drüber. Ja, und dann sind wir da auch schon wieder abgeschissen. Ach, ich mag es nicht, Leute. Ich mag das Level einfach nicht. Ich mag es nicht. So. Was würde ich geben dafür, wenn es dieses Level nicht geben würde? Nee, Quatsch. So schlimm ist es jetzt auch nun wieder nicht. So, jetzt müssen wir hier aufpassen, dass das oben bleibt. Wir jetzt hier hochgehen. Zack. Hier und hopp. Und hier rein. Zack. Jetzt geht's hier hoch. Wenn es das Level ist, was es ist, dann habe ich hier ewig gebraucht, um herauszufinden, wie man den letzten Kong-Buchstaben kriegt. Ja, das war natürlich jetzt... Das hatte natürlich jetzt einen Style von mir. So, Leute. Ah, Gott! Wie um alles in der Welt kann man nur so doof sein? So, jetzt aber. Sauber. Oh, hopp. Zack. Und Concentration. Und, boah, Leute, ich muss mich echt konzentrieren gerade. Ich muss mich wirklich konzentrieren, dass ich nicht fehle. Gib mir ein Schwein und da ist es. Da ist unser Schwein, Leute. Sehr schöne Sache. Und runter. Das Level wollen wir in dem Part noch schaffen. Egal, wie lange wir brauchen, das werden wir noch schaffen. Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass wir jetzt noch ewig dafür brauchen werden. Hier müsste genau ein Fass sein. Zack, hier rüber. So, eine lustige Stelle hier, tückisch gestaltet. Weil hier muss man ein bisschen rumbasteln, um hier weiter zu kommen. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr selber, wie es ging. Fällt mir gerade mal auf. Hier war das doch, oder? Ja, war das... Ah ja, da musste man ja... Ja, Leute, wir haben es gerade umsonst gemacht. Machen wir es doch nochmal, weil es so schön war. So, hopp. Genau. Zack, und rein da. So ging's. Und jetzt weiter hier. Zack. Wie man auch... Ja, wie man eine Sensibilität dafür bekommt, einfach die Gegner auszunutzen in dem Mirror Mode. Das ist auch was, was mir auffällt. Man ist viel sensibler dafür, die Gegner mit ins Spielgeschehen einzubeziehen und nicht nur einfach zu töten, sondern auch, ja, wirklich zu benutzen. Also die Gegner zum Hüpfen zu benutzen, um weiterzukommen. Ja, whatever. Ihr habt es ja eben schon, ich denke, ihr habt eben gesehen, was ich gemeint habe, da einfach mal drauf gehüpft, um dann leichter weiterzukommen. Zack. Jetzt nutzen wir das hier, es geht wieder runter. Die Stelle finde ich übrigens schön gemacht irgendwie. Fragt mich nicht warum, aber die fand ich schön gemacht. Zack. Einmal hier hoch. Und da hoch. Und jetzt geht's ganz hoch. Und das ist, meine ich, das Level, wo ich nicht wusste, wie kommt man an den letzten Kong-Buchstaben. Jo, das ist es. Wie um alles in der Welt soll man da oben dran kommen? Man muss runterfahren lassen, jetzt eigentlich abspringen und dann da oben drauf.
Das nur als Tipp für die Leute, die es auch nicht wissen. Habe ich gut meine Viertelstunde mit verbracht, das herauszufinden. Aber letztendlich dann doch gefunden. Und hier ist das Ende, Leute. Jetzt hauen wir da ordentlich rein. Und 14 Bananenmünzen, 999. Mehr geht nicht. Das war alles. So, und ist eigentlich auch relativ perfekt von der Zeit her. 15 Minuten haben wir gebraucht. Und wir machen im nächsten Part weiter, Leute. Im nächsten Part werden wir uns dem Mirror Mode weiter widmen. Und hoffentlich bis zum Endboss kommen, was ich aber nicht glaube. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer TT Gamer. Ciao.